touristische Ortschaft Kalandjanos liegt im Herzen der traditionellen Region Galura auf einer weiten Hochebene aus Granit am Fuße des beeindruckenden Monte Limbara. Immergrüne Weiden, Weinberge, undurchdringliche Wälder und Korkeichenhaine wechseln sich mit den fantasievollen, rauen Silhouetten der Gebirgszüge ab. Lucasteddu, Pulgatorio, Paoluccio, Lagrucci, Lucolbu. Die mediterrane Macchia und die leuchtenden Farben der Granitformation bilden eine außergewöhnlich schöne Landschaft. Dieses, aufgrund seiner reichen natürlichen Ressourcen, überaus großzügige Land ist schon vor Urzeiten besiedelt worden, wie interessante Funde aus nuragischer Zeit belegen. Dazu zählen etwa der Nurage Anio oder das Hünengrab von Pascaretta. Das im 16. Jahrhundert vor Christus errichtete Grab wurde bis ins 10. vorchristliche Jahrhundert genutzt. Es liegt inmitten eines Korkeichenhains mit 100-jährigen Bäumen. Das Bauwerk erhebt sich am Rande des San Paolo-Tals, nur wenige Meter vom gleichnamigen Fluss entfernt. Ein am Fluss entlang führender Pfad endet direkt am Hünengrab, das wie ein regelmäßiger kleiner grüner Hügel aussieht. Je näher man dem Grab kommt, desto deutlicher zeichnet sich der mächtige, majestätische Aufbau ab. Auf der Vorderseite öffnet sich eine weite, halbkreisförmige Fläche. Obwohl der große Steinblock fehlt, mit dem die Grabkammer verschlossen wurde, büßt der Bau nichts von seiner monumentalen Wirkung ein, die den gesamten halbkreisförmigen, von kleineren senkrecht in den Boden gerammten Steinplatten begrenzten Vorplatz erfasst. Der rund 12 Meter lange Grabgang liegt unter dem Erd- und Gerölltumulus, der alles außer den 12 großen Deckplatten aus Granit verbirgt. Die Beilegung erfolgte durch Öffnen einer Deckplatte. Durch die Öffnung wurde der Tote im Laufe der Bestattungszeremonie, an der das ganze Dorf teilnahm, deponiert. Dazu gehörte auch der Verzehr ritueller Speisen und Tränke, die den Toten auf der rechten Seite des Halbkreises in Terrakotta-Behältnissen dargereicht wurden. Derartige Rituale zu Ehren verstorbener Vorfahren dürften sich regelmäßig wiederholt haben. Wie klassische Quellen aus dem Gebiet berichten, bat man die Ahnen durch Inkubationsriten, Gesichte und Weissagung um ihren Beistand. Der Name Kalandjanos ist im Jahr 1162 erstmals urkundlich belegt. In einer Bulle erwähnt Papst Alexander III. Die Kapelle der Santi Jacobi de Calignano. Die Jahrhunderte unter katalanisch-aragonesischer und später spanischer Herrschaft prägten Sprache und Bräuche in der ganzen Galura nachhaltig. Gleichzeitig dezimierten Hungersnöte und Pestepidemien das ganze Gebiet. Im Gegensatz zu anderen Ortschaften wurde Kalandjanos jedoch nie ganz aufgegeben und mit dem 17. Jahrhundert setzte ein wirtschaftlicher Aufschwung ein, im Zuge dessen Kalandjanos gemessen an seiner Einwohnerzahl zum zweitwichtigsten Zentrum der Galura aufstieg. Bezeugt wird diese besondere Blütezeit unter anderem durch die zahlreichen im Ortszentrum und in den umliegenden Ländereien errichteten Kirchen. Der Bauboom jener Zeit hat die Altstadt bis heute wesentlich geprägt. Das wohl eindrucksvollste Zeugnis dafür ist das um die Gemeindekirche von Santa Giusta angelegte Netz granitgepflasterter Straßen mit Häusern aus dem gleichen Werkstoff. An die Kirche von Santa Giusta schließen sich die um 1600 errichteten Oratorien vom Heiligen Kreuz und vom Rosenkranz an. Kalandjanos ist ein typisches Galura-Städtchen. Von seinem Granitkegel aus lässt sich die granitene Hochebene am Fuß des Limbara in ihrer ganzen Schönheit überblicken. Talabwärts beherrscht der monolithische Monte Tideo das Panorama. Von dieser günstigen Warte aus lässt sich absehen, wie gut es die Bewohner dieser Gegenden verstanden haben, schonend mit den Ressourcen umzugehen, die ihnen die Natur bot, ohne jedes sensible Gleichgewicht des sich unaufhörlich erneuernden harmonischen Kreislaufs der Natur zu gefährden.